Donnerstag, 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Trading Insights Webinar. Ich begrüße alle hier in der Runde und heiße natürlich auch den Ingmar willkommen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, René, und einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt schon dabei sind. Ja, freut mich, dass wir heute schon wieder das nächste Trading Insights Webinar haben. Die Märkte heute mal zum Glück etwas abwärts gerichtet, aber darüber werden wir dann nachher auch nochmal natürlich in Ruhe sprechen. Genau, fühlt euch auch heute frei, die Märkte zu wünschen, die ihr gerne besprochen haben möchtet. Und ja, wenn es schon die ersten Fragen gibt, können wir auch schon direkt loslegen. Also gibt es tatsächlich, und ja, wen wird es jetzt überraschen? Es gab natürlich die Frage zum DAX und natürlich vor allem auch zu den Metallen, also zu Platin, Palladium, Gold und Silber. Vielleicht fangen wir mal an mit den Metallen, also Platin, Palladium, Silber und Gold, und können ja anschließend vielleicht du dann etwas zum S&P sagen und ich gehe dann auf den Dow Jones und auf den DAX ein. Und jetzt gerade kommen auch viele Soft Commodities schon, die schon gefragt werden. Genau, wir fangen mal mit den Metallen an. Das gleiche Spiel, was wir in den letzten 3 Jahren, ja, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber Minimum 3 Mal hatten, eher sogar öfter, nämlich, dass es aus irgendeinem Grund, das waren mal die Lockdowns, dann waren es, oder jetzt ist es eine wirtschaftliche, ja, Verlangsamung in China und auch Probleme bei den Transportwegen durch geopolitische Spannung, sodass es also hier wieder mal Probleme gibt mit den Produktionsketten bzw. mit den Lieferketten und infolgedessen auch mit den Produktionsketten. Und ja, daher sind viele Metalle jetzt zuletzt, nachdem sie im Dezember schon ordentlich nach oben geschossen waren, sind viele Metalle jetzt aktuell schwach. Das ist gerade was Platin angeht, gar nicht so ungewöhnlich, dass es irgendwann in diesem Zeitfenster, was vom 21.12. bis ja knapp Mitte Februar geht, dass es irgendwann in diesem Zeitfenster auch einen ja spürbaren Rücksetzer gibt. Manchmal wird sehr schnell dieser oder wird das sehr schnell eingepreist, heißt also dieser Schub kommt sehr früh, dann flacht die Bewegung ab. Manchmal passiert am Anfang gar nichts und dann schießt es auf einmal ab Februar senkrecht gen Norden. Und naja, in den allerseltensten Fällen kommt nie ein Schub. Wir haben jetzt hier natürlich schon im Dezember einen ordentlichen Schwung gesehen. Wenn wir hier die Bollinie sehen, das ist ja der tatsächliche Verlauf, dann sind wir hier von 900, also nur im Dezember, vom, ja, von Nikolaus ausgehend bis kurz vor Silvester sind wir hier von 900 auf 1023, 1030 angestiegen. Also innerhalb von 4, 5 Wochen, nicht mal 5 Wochen, fast vier, knapp 4 Wochen, gab es hier einen Anstieg von ja 13% so ungefähr. So, also schon ganz ordentlich. Aber jetzt ist natürlich auch vieles davon wieder abverkauft worden. Ich habe jetzt die letzten Tage auch, deshalb wahrscheinlich auch hier diese Fragen, das ein oder andere, die ein oder andere Frage dazu auch bekommen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell, ja, sich Trader verunsichern lassen. Weil wir haben ja jetzt gerade bei dem, was wir jetzt hier besprechen, kann ich es nachvollziehen, aber wir haben ja zum Beispiel in den Sachen, die ich schule und in den Sachen, die ich auch live handle, da gibt es ja ganz, ganz klare Regelwerke. Und wenn wir sagen, wir sind jetzt bei Platin zum Beispiel, vom 21.12. bis 17.02. sind wir long, dann ist es doch erstaunlich, dass man am, keine Ahnung, 5., 6., 7., 1., dass einem da schon die Düse geht, weil der Markt halt dann doch auch mal wieder zurücksetzt. Also, ich kann nur jedem raten, sich einfach mal diese Verläufe anzuschauen. Wir können es hier auch mal machen. Hier gibt es ja den Stacked-Modus. Da sind die Charts übereinander gelegt. Ist natürlich ein ziemlicher Kauderwelsch, aber jetzt könnte man sich hier jedes einzelne Jahr 2019, 2016 und so weiter und würde sehen, wie die einzelnen Jahre oder wie diese saisonal starke Phase gelaufen ist. Nehmen wir mal hier unten diese
den 2019er Verlauf. Das ist, ich fahre jetzt mal nicht mit der Maus drüber, sonst seht ihr gar nichts. Hier ist Dezember. Also einmal fahre ich noch mit der Maus drüber, damit ihr wisst, wo wir hinschauen müssen. Hier ist der Beginn des Trades. Wir achten jetzt auf die unterste Linie. Und hier ungefähr endet er. Wenn man sich das anschaut, dann ging es rauf, runter, rauf, runter. So, also dieser Effekt kam, aber ist nicht in einer Tour durchgegangen. Und wenn man sich diese ganzen Linien anschaut, also diese ganzen Verläufe, sind ja die einzelnen Jahre von den letzten 10 Jahren jeweils der Verlauf. Dann sehen wir, dass es immer irgendwie ein bisschen anders gelaufen ist. Der Effekt kam immer, aber mal ausgeprägter, mal weniger ausgeprägt, mal kam er sehr spät, mal kam er früh. Also das gehört halt alles dazu. Und die Gründe sind vielfältig, aber wenn wir die Gründe kennen, bringt es uns auch nichts. Wenn wir ein Regelwerk haben, dann geht es darum, das konsequent über einen langen Zeitraum immer wieder anzuwenden. Und man sollte mal für sich notieren, an welchen Punkten man, also hier ein Trade läuft fast 2 Monate oder soll 2 Monate laufen und man ist nach einem Viertel der Zeit oder nach einem Fünftel der Zeit schon hochnervös. Das sollte man sich mal notieren und sollte dann gucken, dass man diesen Zeitpunkt, ab wann man nervös wird oder ungeduldig wird, dass man den mal versucht nach hinten zu schieben, indem man einfach immer wieder sich bewusst macht, man hat ein Regelwerk, man muss Dutzend und ja, insgesamt hundertfache Wiederholungen haben, wie der einzelne Trade ausgeht, keine Ahnung, wie eine kleine Gruppe von Trades ausgeht, auch keine Ahnung. Aber wenn ich das über Hunderte und Tausende und mit der Zeit über Zehntausende von Trades immer wieder umsetze und nicht nur in einem Markt, sondern in Dutzenden von Märkten, dann müsste schon sehr viel passieren, dass man damit nicht ordentlich Geld verdient hat. Also von daher, es ist menschlich, dass man irritiert ist, aber jeder hat Charts. Ihr könnt auch hier auf Barchart zum Beispiel könnt ihr euch Chart nehmen und könnt hier einfach zurückscrollen. Also das ist jetzt hier Zucker, aber ihr könntet ja jetzt zurückgehen hier, wenn wir jetzt den Zuckerverlauf im, was weiß ich, Januar anschauen wollen, dann können wir hier zurückgehen. Wie war es denn 2020? Aha, erst rauf, dann runter. So, wie im Jahr 2021, komplett nach oben, dann wieder Abverkauf im Februar. Wie war es 22 und so weiter. Also das kann ja jeder machen. Und dann sieht man ganz schnell, dann sieht man innerhalb von 3 Minuten, okay, es ist noch nie so gewesen oder fast nie, dass es losgeht und nur durchzieht, sondern da waren immer Wellen, da gab es auch Rückschläge, manchmal kam der Effekt sehr spät. Von daher müssten wir eigentlich das, was wir jetzt hier machen, gar nicht machen, wenn einfach jeder sich hinsetzt und sagt, okay, mich interessiert jetzt, ich merke, dass ich unsicher werde, mich interessiert jetzt gerade, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen? Wenn man jetzt 10 Jahre zurückblicken kann, ihr kommt jetzt hier bei Barchart, kommt ihr 20, 30 Jahre zurück, das ist schon ganz, ganz ordentlich, das ist schon einigermaßen repräsentativ und es beruhigt zumindest, wenn man sieht, okay, das ist gar nicht so ungewöhnlich, und selbst wenn es ungewöhnlich wäre, das gehört auch dazu. Also von daher hat sich an der Gesamtsituation hier klar nichts geändert. Wir sind immer noch in dem saisonal üblicherweise starken Zeitfenster, aber der Markt ist jetzt hier gerade in den letzten Tagen doch schwächer als saisonal üblich. Das muss man schon auch so sehen, wobei man hier auch ganz gut erkennen kann, diese rote Linie, das sind ja die letzten 5 Jahre. Da sieht man, wenn man so diesen Abschnitt nimmt hier, so ab 5. Januar, dass es in den letzten 5 Jahren dann schon eher ab diesem Zeitpunkt schwächelte und dann nochmal im Februar so ein Schub kam, wohingegen es ganz, ganz früher, also die letzten 30 Jahre insgesamt, eher bis zur Mitte des Monats durchzog, dann kam eine Konsolidierung, dann kam nochmal eine Welle, in den letzten 15 Jahren auch. Aber die letzten 5 Jahre haben wir natürlich, wen wundert's, einen Ausreißer nach dem anderen gesehen in der, ja, in der Welt. Nur Bullshit, der noch nie aufgetreten ist oder in der Form noch nie aufgetreten ist. Und natürlich wird dann der ein oder andere Markt auch mal extremer ausschlagen. Natürlich wird auch mal was nicht hinhauen.
auch mal in Serie. Das gehört ganz normal dazu. Aber es bringt überhaupt nichts, aus meiner Sicht jedenfalls und aus der Erfahrung heraus, wenn man jetzt sagt, ah, wir haben doch gerade die und die Krise, dann setze ich mal aus. Weil, nehmt nur mal 2020, 2022, wo wirklich schlimme und bedeutend, also im negativen Sinne bedeutende Sachen passiert sind. 2020 war die beste Gelegenheit, um bei Rohstoffen einzusteigen und in Aktien einzusteigen. Wenn man also damals gesagt hätte, ah, wir haben doch gerade Lockdown und wir haben Pandemie weltweit, ich halte mich mal aus den Märkten raus, dann hätte man die besten Einstiege und die größten Potenziale, die riesigsten Trends verpasst. Insofern ist dieser Gedanke, den vielleicht dann der ein oder andere hat, warum handeln wir denn dann überhaupt, wenn es gerade sowieso Abweichungen gibt, weil es die nicht überall gibt und weil wir gar nicht wissen, ob es überhaupt abweicht von dem, was typischerweise im Durchschnitt passiert. Und wenn ja, wie lange? Weil irgendwann läuft alles wieder normal oder irgendwann gibt es auch im positiven Sinne Abweichungen. Heißt also, dass ein Markt, den wir vielleicht short handeln, viel, viel stärker fällt als saisonal üblich. Von daher geht es für mich immer nur darum, so viele Trades wie möglich methodisch korrekt zu machen. Natürlich immer im Rahmen dessen, was man sich leisten kann. Wenn das Konto nicht mehr hergibt, dann muss man natürlich bei einigen Aktionen Abstriche machen. Aber hier, wie gesagt, das Zeitfenster bis Mitte Februar insgesamt positiv. Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ob es 2018 war, 2019, da ist dieser Effekt sehr spät gekommen. Da ist auch vorher fast gar nichts passiert. So ab Start des saisonalen Trades ist bis Ende Januar nichts passiert. Und dann hat es auf einmal zack gemacht und dann ist das Ding nach oben gegangen. Aber ob das jetzt in diesem Fall so sein wird, keine Ahnung. Kann auch sein, dass in diesem Jahr der Effekt gar nicht einsetzt. Aber ich halte es bislang so, dass ich mich mit den Wahrscheinlichkeiten und nicht gegen die Wahrscheinlichkeiten bewege. Dementsprechend ist bei Platin die Long-Seite nach wie vor attraktiv. Es gibt so zwei Kumulationspunkte, an denen man ja, Zukäufe oder Neueinstiege oder Wiedereinstiege, je nachdem, vornehmen kann. Das ist einmal so um den 10.11. herum, also jetzt. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und dann haben wir nochmal so um den 28., 30. Januar herum. Das ist auch nochmal ein ganz guter Zeitpunkt, weil da auch des Öfteren dieser zweite Schwung einsetzt. Aber alles natürlich keine Garantie. Wir werden erleben, wie es läuft. Und das Ganze natürlich auch bei anderen Märkten, wie zum Beispiel Palladium, können wir auch René, kurz drauf schauen. Ganz kurz zwischendurch, weil da doch jetzt der ein oder andere Kommentar kam und da wollte ich jetzt auch noch mal kurz drauf eingehen, weil Andreas zum Beispiel schreibt, wenn allerdings ein Knockout-Ereignis eintritt, dann wird das schon ärgerlich. Also das muss natürlich klar sein. Natürlich möchte niemand einen Verlust erleiden, natürlich möchte niemand einen Knockout erleiden. Das ist ja gar keine Frage. Aber alleine schon der Kommentar zeigt mir natürlich, dass eventuell da viel zu hohe Einsätze gefahren werden. Also man sollte natürlich immer darauf achten, und das haben René und ich ja sehr häufig betont, auch bei diesen saisonalen Trades, die eigentlich eine hohe Trefferquote haben, sollte man natürlich trotzdem ordentlich mit den Einsätzen haushalten. Ansonsten kommt es genau zu diesem Problem. Man ist dann auf einmal viel zu groß investiert in einem solchen Markt, hat vielleicht 20-30% Risiko in seinem Depot. Und wenn dann ein solcher Markt eben nicht so zieht, wie man das vielleicht erwartet hat, dann wäre das natürlich extrem ärgerlich. Man würde sehr viel Geld verlieren von seinem Konto. Von daher geht es auch bei diesen Trades natürlich darum, das Risiko gering zu halten. Und wir hatten ja gesagt, wenn man beispielsweise normalerweise 1% Risiko eingeht pro Trade, dann kann man vielleicht auch mal auf 2 oder 3% hochgehen, aber nicht viel höher. Weil ansonsten, wenn es eben nicht so läuft, wie erwartet, dann reißt es ein richtiges Loch in das Depot. Und das sollte man halt niemals erwarten. Man sollte niemals mit der Erwartungshaltung reingehen, so mit diesem einen Trade versuche ich jetzt meine Verluste der letzten 10 Jahre rauszuholen, sondern es wird genauso gehandhabt wie jeder andere Trade auch. Und wir machen Hunderte, Tausende von Trades im Jahr. Und dann ist das einer von tausenden Trades. Und wer die Erwartungshaltung hat, dass man bei jedem Trade einen Gewinner macht, der wird sowieso überrascht sein, wie häufig das eben nicht eintritt, wie oft man eben auch Verluste erleidet. Und das ist ja etwas, ein Thema, ein wichtiges Thema, über das wir ja häufig auch sprechen. Mich ärgert es ja auch, dass teilweise nach außen hin in dieser ganzen Trading-Welt alles so dargestellt wird, als wenn es super einfach wäre. Trading ist super einfach, wir können alle reich werden.
Wir brauchen alle nur einen PC und können uns am Strand hinlegen und müssen nur auf drei Mäuse klicken, beziehungsweise mit der Maus auf drei Tasten klicken, so muss man vielleicht eher sagen. Und man muss nichts mehr tun. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig zu betonen, wie unfassbar schwierig Trading ist, dass es eines der härtesten Geschäfte wahrscheinlich ist, dass man sich vorstellen kann, für die eigene Psyche zumindest, was man hier in Anführungsstrichen leisten muss. Natürlich, klammere ich jetzt mal aus, Ärzteberufe und so weiter. Aber das ist natürlich ein sehr forderndes Business. Und wir müssen uns klar machen, wir treten hier gegen die Besten der Welt an. Das wäre so, als wenn ich morgen anfange, Fußball zu spielen und das erste Spiel ist gegen Bayern München. Also das muss einem ja klar sein, dass hier Goldman und wie sie heißen, BlackRock und so weiter, alle am Markt sind. Und wir kommen da mit, in Anführungsstrichen, einfachsten Mitteln um die Ecke und versuchen, im Markt mit aktiv zu sein. Und das sollte eigentlich eine gewisse Demut mitbringen. Und wenn man dann sich noch Statistiken ansieht und sieht, dass eigentlich die große Masse im Trading Geld verliert und dann sogar noch im Daytrading teilweise gezeigt wird, dass nur 1% eigentlich der Daytrader Geld verlieren, dann sollte das eigentlich genügend Demut mitbringen, immer wieder sich klar zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem Trade verliert, ist sehr, sehr hoch. Und es ist ein schwieriges Geschäft. Von daher ist es ein Trade wie alle anderen auch. Es geht darum, langfristig zu den Gewinnern zu gehören. Und ich habe es ja schon häufig betont, das kriegt man in der Regel nur hin, zumindest ist das meine Erkenntnis der letzten Jahre, dass man das nur hinkriegt, wenn man sehr viel Ruhe in sein eigenes Trading bringt. Wenn man aber mit jedem Trade so da drin hängt, dass man fast einen Herzkasper kriegt, wenn es mal gegen einen läuft, dann wird das meiner Meinung nach langfristig nicht klappen, weil man eben zu hohe Risiken eingeht. Und deswegen hatte ich ja auch unter anderem immer wieder gesagt, gerade auch fürs aktive Trading könnte es interessant sein, mehr in Richtung Discount-Optionsscheine zu gehen und so weiter. Da wisst ihr ja auch, da habe ich ja die Telegram-Gruppe gegründet, wo wir dann aktiv Discount-Optionsscheine einsetzen und da auf einmal schaffen es 70-80% der Teilnehmer Gewinne zu machen. Warum? Ja, weil einfach Ruhe in das Trading kommt. Aber wenn man natürlich bei jedem Rücksetzer sofort massiv nervös wird, und das ist jetzt nicht auf eine einzelne Person hier im Chat oder hier in dem Webinar zurückzuführen, überhaupt nicht. Aber ich sehe das natürlich auch, wenn wir einen solchen Markt besprechen und anschließend läuft es nicht direkt, dass dann sehr, sehr viele Fragen zu diesem Markt kommen. In jedem Webinar wird gefragt, was ist denn jetzt mit den Edelmetallen? Warum laufen die nicht? Und es geht immer darum, viele Wiederholungen zu haben, sodass man irgendwann auf den statistischen Durchschnitts- oder Erwartungswert kommt. Und das schafft man eben nur, wenn man natürlich sein Risiko unter Kontrolle hat. Ja, ich habe euch mal gerade passend zu diesem Thema einen ja schon älteren Artikel, den wir auf der Webseite haben, von mir reingestellt hier in den Chat. Der Link ist dort, könnt ihr in aller Ruhe euch dann mal im Nachgang des Webinars anschauen. Ingmar hat es schon gesagt, letztlich das liegt natürlich ein Stück weit an der Industrie selbst, dass da Dinge suggeriert werden, die so nicht funktionieren oder dass Trading anders dargestellt wird, als es in der Realität funktioniert. Aber gesunder Menschenverstand wird einem normalerweise sagen, okay, ich habe ein Budget, das ist mein Konto. Wenn das 10.000 Euro sind, dann muss ich gucken, wie teile ich das so auf, dass ich möglichst oft falsch liegen kann und immer noch überlebe. Weil es ist ja illusorisch, wo funktioniert das denn? Ob Sport, Kunst, Musik, Finanzen, irgendwelches anderes Business, wo funktioniert es denn, dass man beim ersten Versuch direkt trifft? Und das immer wieder. Das funktioniert nirgends. Und dementsprechend ist es hier auch so. Wir müssen mit den Einsätzen so haushalten, dass wir möglichst viele Wiederholungen haben können. Und hier ist die Überlebensfunktion von kurzfristigen Tradern zu sehen. Also das sind jetzt hier in dem Fall Daytrader, die man gemessen hat. Wir sind ja hier mit solchen Swing-Trades ein bisschen länger oder langatmiger unterwegs. Aber was man hier ganz gut sehen kann, ist, von 100 Leuten, die heute starten, sind in 2 Jahren 80 weg. Und nicht, weil sie alle schon so viel verdient haben, sondern weil eben Trader sich selbst sabotieren oder ihren Handel, indem sie viel zu hohe Einsätze fahren. Dann kann ich natürlich auch nicht lange überleben am Markt. Ich kann mir nicht viele Fehler erlauben. Und wenn man sich mal die großen Adressen anschaut, es wäre ja eigentlich relativ einfach, einfach mal zu schauen, okay, wie läuft es denn bei so Leuten wie Warren Buffett und Jim Rogers und wie sie alle heißen? Haben die denn nur Treffer? Gibt es jedes Jahr Gewinne? Ja, guckt euch einfach mal an, wie die Entwicklung von deren
Fonds ist oder von deren Vermögensverwaltung, dann sieht man, okay, das sind die augenscheinlich besten und auch mächtigsten. Das heißt, die haben die finanziellen Mittel, die wir nicht haben. Die haben so eine Marktmacht, wenn Warren Buffett irgendeine Aktie kauft oder sich in irgendein Unternehmen einkauft, dann geht das Ding erstmal 4-5% nach oben, nur weil er da einsteigt. Und die Leute sagen, okay, cool, wenn der da einsteigt, wird es gut sein. Und trotzdem hat er Jahre, in denen er nicht profitabel ist. Also da muss man einfach mal in der Realität ankommen. Und ich empfinde, ehrlich gesagt, muss ich vielleicht noch abschließend dazu sagen, ich empfinde Verluste überhaupt nicht ärgerlich, weil sie ganz normal dazugehören. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Schwimmer sagt, ich möchte schwimmen. Olympiasieger werden. Aber es ist schon ärgerlich, wenn ich dabei nass werde. Ja, dann kannst du halt nicht schwimmen, dann spiel Basketball, aber da wirst du vielleicht auch nass durch Schweiß oder Gott weiß was. Also es funktioniert nicht, dass wir uns da die Rosinen rauspicken wollen, aber nicht mit den unangenehmen oder für manchen unangenehmen Nebeneffekten zurechtkommen wollen. Und hier sieht man nochmal, wie viele Wiederholungen es braucht, damit man so einigermaßen im Erwartungswert ist. Also damit wir uns dem Erwartungswert einigermaßen annähern, da ist man hier locker bei 200 Wiederholungen. Und dann kann man sich ja mal ausrechnen. Das heißt also, ich müsste mein Trading auf jeden Fall schon mal so aufstellen, dass ich nach dem 200. Trade immer noch da bin und den 201. Trade immer noch machen kann. Das ist jetzt auch keine Garantie. Es kann auch sein, dass man dann beim 205. Trade pleite geht. Aber das ist schon mal, wenn man... Das vermeidet auf jeden Fall, wenn man so rangeht, vermeidet das schon mal die größten, idiotischsten Fehler, die man machen kann. So, und naja, überlegt mal, wenn man 10.000 oder 15.000 Euro hat und jetzt guckt, okay, wie viel Einsatz könnte ich fahren, damit ich nach 200 Trades immer noch da bin? Das wäre natürlich sehr, sehr klein. Das heißt also, man muss irgendwo ein paar Kompromisse eingehen, wenn man ein sehr kleines Konto hat. Aber... Zumindest die Denkweise und das Bewusstsein und das Mindset muss in diese Richtung gehen. Ansonsten ist es völlig fatal und kann dauerhaft nicht funktionieren. Gucken wir noch auf Palladium. Das ist ja in einem Atemzug mit Platin meist zu nennen, so auch hier. Auch hier haben wir im Dezember einen kräftigen Schub gesehen, wo man schon so ein bisschen Hoffnung geschöpft hat, dass es jetzt endlich losgeht mit der Rallye, auf die man schon Ewigkeiten wartet. Und auch hier sehen wir, dass das wieder zurückverkauft wurde, im Prinzip wieder auf das Niveau vom Dezember, so von Mitte Dezember, da sind wir jetzt auch wieder angekommen. Aber auch hier ist es so, die saisonal starke Phase, und wir sprechen jetzt hier nicht von 55% Trefferquote, sondern hier haben wir Trefferquoten von 75, 80, je nachdem, welches Zeitfenster man hier genau betrachtet, 85%. Das heißt also, das sind schon große Gewinnvorteile und nicht nur die Trefferquoten sind hoch, sondern auch die Auszahlungsquoten bei diesen Trades. Diejenigen, die bei den Top Seasonals zum Beispiel dabei sind oder die dieses Paket gekauft haben oder erlernt haben, die wissen ja, was zum Beispiel diese Platin-Trades, was die im Schnitt abwerfen, dass die in sämtlichen Top-Listen ganz vorne dabei sind. Also insofern, das ist schon sehr lohnend, aber wenn es in diesem Jahr angenommen, es würde in diesem Jahr nicht erfolgreich sein, dann ist es so. Dann ist es halt einmal nicht erfolgreich. Und dann ist es einer von, Ingmar hat es schon gesagt, von Tausenden von Trades, die wir im Jahr machen. Gut, bei dir sind es Tausende am Tag wahrscheinlich eher. Aber nein, Spaß beiseite. Aber das gehört dann einfach dazu. Bei Palladium ist ja die Sache noch ein bisschen anders, weil hier langfristig auch ein erhebliches Potenzial ist. Das Problem dabei ist, man kann es überhaupt nicht eingrenzen, wie lange wird das dauern. Wir warten jetzt hier schon, ich glaube, locker seit 1,5 Jahren darauf, dass der Boden gefunden wird und es dann auch nach oben zieht. Gerade bei den Metallen ist es oftmals so, dass diese Seitwärtsphasen oder Bodenbildungsphasen bei Gold auf einem hohen Niveau, aber da läuft es auch seit 3 Jahren seitwärts, bei Palladium Bodenbildung auch mitunter etwas langatmiger. Also hier ist einerseits dieses saisonale Zeitfenster bis Anfang März, was einen bullish stimmt. Dann haben wir aber auch zudem eine Ausgangssituation, was man in den COT-Daten ja auch immer wieder sehen kann, bei der wir einfach erhebliches Potenzial haben. Wir können es uns mal ganz kurz anschauen. Und wir haben es ja auch schon, also mittlerweile glaube ich wirklich 100 Mal uns angeschaut.
COT-Daten sind potenziell so bullisch wie noch nie. Wir sehen hier die Nettoposition der Commercials. Die Produzenten im Lager der Commercials sind massiv netto long. Das heißt also, die haben selbst über den Terminmarkt gekauft. Das ist immer ein gutes Zeichen, aber COT-Daten sind kein Timing-Instrument. Das heißt, wir sehen hier, was irgendwann kommen wird. Manchmal kommt es schnell und manchmal müssen wir unfassbar lange warten und auch einen unangenehmen Umweg des Kurses oder des Preises aushalten. Aber hier nach wie vor gehe ich fest davon aus, dass wir in Richtung 2000 laufen werden. Das wäre also vom jetzigen Niveau eine Verdopplung. Aber kein Mensch weiß, ob es nicht vorher nochmal auf 800 runtergeht. Von daher ist auch das keine Gelddruckmaschine, sondern es gibt immer natürlich irgendwelche Unsicherheiten und generell die Unsicherheit, ob das denn überhaupt so kommt, wie man es erwartet. Aber Potenzial ist hier erheblich. Wenn man hier, es gibt ja hier auch sehr konservative Produkte, ich glaube, die niedrigsten Knockouts liegen irgendwo bei 600 oder sowas, die ich gesehen habe. Vielleicht gibt es sogar noch niedrigere, wahrscheinlich sogar. Also einfach ein konservatives Produkt wählen und oder die Einsätze sehr klein halten, sodass man eben einen zweiten und einen dritten Versuch vornehmen kann, gegebenenfalls sogar einen vierten. Das ist die Realität. Und das ist ein bisschen, Trading ist ein bisschen wie Goldschürfen. Wenn man jetzt irgendwo in die Wüste fährt, nach Arizona oder nach Südafrika und will da irgendwie Gold finden, dann steigt man ja auch nicht aus dem Jeep aus, schmeißt irgendwie das Sieb in den Fluss und wenn man es rauszieht, sind 5 Kilo Gold drin. Das ist ein sehr, sehr hartes und undankbares Business, bis man mal was geschürft hat. Und so muss man es im Trading auch sehen. Manchmal läuft es relativ leicht von der Hand, aber so wie es in den ganzen mittlerweile doch sehr kreativen Werbefilmchen dargestellt wird, es ist definitiv nicht. Und zwar egal, welchen Ansatz man hat, so läuft es in der Realität nicht. Es läuft immer über Schweiß, Tränen, Ärger, aber eben auch über sehr, sehr viel Freude, wenn dann die guten Phasen einsetzen. Also Palladium weiterhin mit riesigem Potenzial, aber ich kann mich nur wiederholen, es ist immer noch völlig ungewiss, wann der Mist, wollte ich schon sagen, wann der Markt hier tatsächlich mal durchzieht. Wir warten schon sehr lange darauf und naja, mal sehen, was dieses Jahr bringt. Oftmals gibt es dann einen Favoritenwechsel und da Palladium letztes Jahr einer der Verlierer war, könnte da dieses Jahr dann doch im Verlauf des Jahres einiges passieren, aber im Moment ist es tatsächlich noch nicht so weit. Okay, super. Dann kannst du vielleicht noch vor allem ganz kurz auf Silber eingehen, weil das war noch gefragt und dann als nächstes kommen wir mal zu den Indizes, du zum S&P 500 und dann würde ich was zum DAX sagen. Genau, ja, Silber ist irgendwie unter den Metallen für mich gegenwärtig so der unspannendste Markt. Ganz einfach, weil es vor sich hin dümpelt. Man jetzt hier sich anschaut, seit fast einem Jahr, also seit ziemlich genau einem Jahr, sogar ein bisschen mehr, seit Dezember 22, also schon über ein Jahr, eiern wir hier rum, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen 22 und 25, 26. Jetzt kann man natürlich sagen, die ganz großen Füchse werden sagen, ja, dann einfach immer unten long und oben short. Diese Info hätten wir gerne vor einem Jahr gehabt. Jetzt bringt sie uns nichts, weil jetzt sehe ich selbst, dass man das hätte machen müssen. Ich muss aber die Entscheidungen treffen vor 12 Monaten, vor 8 Monaten, vor 9 Monaten, vor 3 Monaten, vor 2 Monaten, letzte Woche. Es bringt mir also nichts, wenn ich jetzt sehe, was in den letzten 12, 13 Monaten funktioniert hätte, sondern ich müsste jetzt die Info haben, was funktioniert denn in den nächsten 12 Monaten, was müsste ich denn machen? Und ja, also dieser Markt in einer sehr, sehr engen Range. Auch da sieht man ja, wie lange diese Bodenbildungen dauern. Das ist unfassbar lang bei diesen, gerade bei den großen Metallen, also Gold, Silber. Da zieht sich das wie ein, also wenn Kaugummi sich nur so ziehen würde, wäre es ja okay. Es zieht sich unfassbar lang. Also hier die Bodenbildung bei Silber, die ging 2014 los und war 2019, im späten 2019 abgeschlossen. Das ist ja absolut spektakulär.
dass eine Bodenbildung hier unter 5, 6 Jahre dauert bei solchen Märkten. Und da seht ihr mal, wie die Realität ausschaut. Und jetzt zum Vergleich dazu die Hoffnung, dass der einzelne Trade erfolgreich sein wird. Das sind Sachen, normalerweise braucht man hier dieses Sitzfleisch und braucht Planungshorizonte von einer halben Dekade, weil Märkte eben einfach alles Mögliche mitbringen, man alles erleben wird, was so denkbar und auch Sachen, die nicht denkbar sind. Also hier sind wir jetzt in so einer trägen Phase. Ich habe im Moment bei Silber nur Systemtrades laufen, alles andere packe ich diesen Markt gegenwärtig nicht an, weil er einfach unspannend ist. Aber die Lehre aus der Vergangenheit zeigt, gerade da, das hat Larry Williams mal gesagt, die meisten schauen dorthin, wo es raschelt, also schauen in das Gestrüpp, wo es raschelt. Man sollte dorthin schauen, wo es nicht raschelt. Das heißt also, wenn jetzt der Markt total langweilig ist, dann wenden wir uns naturgemäß eher ab. Und da sind aber dann genau die Chancen zu finden. Heißt also, Silber, weil es so langweilig ist, sollte man umso mehr im Blick behalten, weil irgendwann wird es ausbrechen, nach oben oder nach unten, keine Ahnung. Und dann ist hier gerade nach so einer langen Seitwärtsphase, die dauert ja, wenn man es ein bisschen noch, wenn man es noch ein bisschen ausweitet, dann dauert diese Seitwärtsphase seit August 2020 an. Da eiern wir hier um die 23, 24, 22, 25 herum. Also das ist schon eine sehr fortgeschrittene Seitwärtsphase, aber es gab auch noch längere. Insofern im Moment habe ich hier nichts außer eben Systemtrades, die ich ganz stupide durchmache, die aber nichts mit meiner Einschätzung zum Markt zu tun haben. Und man sollte den Markt aber nach wie vor im Blick behalten. COT-Daten sind ziemlich neutral. Saisonalität ist für diesen Markt die gleiche wie für die anderen Metalle, also eher positiv bis in den Februar, März hinein. Aber gegenwärtig ist hier auch immer noch ziemlich tote Hose. So, dann kommen wir zum S&P und dann leite ich über zum Ingmar. Beim S&P, wir gucken erstmal auf die Saisonalität. Wir haben ja grundsätzlich dieses saisonal positive Zeitfenster von Mitte Oktober bis Anfang Mai. Das ist der Klassiker und wenn man sich das anschaut, der Markt hat sich ziemlich daran gehalten. Hier ist ungefähr Mitte Oktober. Blauer Verlauf ist der tatsächliche, oder blaue Kurve ist der tatsächliche Marktverlauf. Rot 5-Jahres-Saisonalität, grün 15-Jahres-Saisonalität. Man sieht, dass hier im Dezember es sogar stärker war, phasenweise als saisonal üblich. Und jetzt ist hier so eine Phase voraus, in der es normalerweise erstmal konsolidiert. Das heißt nicht, dass es das in diesem Jahr auch tun wird, aber üblicherweise ist das der Fall. Ansonsten haben wir hier bis in den Februar hinein eine positive Tendenz. Und hier, weil man das hier ganz schön, oder weil das ein ganz gutes Beispiel ist auch dafür, wenn man zu kurze Zeitfenster oder zu kurze Bemessenszeiträume nimmt. Das sieht natürlich aus, als wäre hier eine saisonale Schwäche ab Mitte Februar, die unfassbar ist, existent. Das liegt natürlich ganz einfach daran, dass hier das Jahr 2020 und das Jahr 2022 mit reinspielen, aber besonders 2020. Wenn man das jetzt hier in diesem Stacked-Modus sich anschaut, dann sieht man, dass hier ein Jahr komplett ein kompletter Ausreißer war. Also muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Das hier müsste es gewesen sein. Wo haben wir es hier? Das hier ist 2020, diese gelbe Linie. Wenn man alles andere wegmacht. Das machen wir mal schnell. So. Das ist jetzt hier 2020 und 2022. 22 ist orange und 2020 ist diese gelbe Linie. In diesen Jahren ist es natürlich dann in Richtung Februar oder im Februar ordentlich nach unten gegangen. 2020 ging da Corona los, also der offizielle Beginn hier mit den ganzen Lockdowns und Wirtschaftskrise und allem Käse ist da passiert. Das knallte natürlich runter. Man sieht es hier von 3.400 auf 2.400, sogar noch tiefer zwischenzeitlich.
Und sowas drückt natürlich dann den Durchschnitt. Also wenn ich in so einem Zeitfenster dann mal einen Abschwung von 20, 25% habe, dann drückt das natürlich auf den Durchschnitt der letzten 5 Jahre und dementsprechend sieht dann die Kurve sehr, sehr dramatisch aus. Aber in Wirklichkeit ist es halt einfach ein Extremwert gewesen. Aber wir haben es gesehen, saisonal sind wir immer noch in diesem Zeitfenster, das grundsätzlich positiv ist, bis in den Mai hinein. Jetzt ist so eine Abflachphase, da hat man durchaus auch Chancen auf der Short-Seite mal was zu machen. Mitte Februar, nicht in der Erwartungshaltung, wie man es jetzt hier sieht, aber Mitte Februar ergeben sich dann auch nochmal Short-Gelegenheiten. Und im März ist dann aber eine tolle Long-Gelegenheit. Auch so hier kann man es ein bisschen am rechten Rand schon sehen. So ungefähr um den 15. März herum ist ein auch sehr, sehr starker saisonaler Trade für die Long-Seite vorzumerken. Aber wir haben ja jetzt noch nicht mal Mitte Januar. Insofern im Moment ist hier erstmal Konsolidierungs- bzw. Korrekturmodus angesagt bei den Aktienmärkten. Die sind jetzt auch wieder in den letzten Tagen ein bisschen nach oben gelaufen und heute gab es dann wieder den nächsten Dämpfer. Dementsprechend sollte man sich darauf einstellen, dass das in den nächsten Wochen auch so immer wieder passieren kann. Man wird Chancen auf beiden Seiten bekommen, aus meiner Sicht. Und diejenigen, die auf der Short-Seite ihre Chancen suchen, haben jetzt, glaube ich, in diesem Zeitfenster gar nicht mal so schlechte Karten, dass es da auch mal die ein oder andere Korrektur gibt. Ob man dann den S&P handelt oder den DAX, das muss man natürlich für sich sehen. Ist schon natürlich ein enormer Unterschied, währungstechnisch, zinstechnisch. Da sollte man sich natürlich eingehend Gedanken machen. Und ja, wer könnte das besser zum DAX als der Ingmar? Damit übergebe ich an dich. Super, danke dir, René. Und ja, du sagst es schon, endlich gibt es mal eine Korrektur am Markt. Schon seit einiger Zeit läuft es jetzt dementsprechend auch wieder besser mit meinem Trading. Die Volatilität nimmt wieder zu und das ist natürlich etwas, was ich für mein Trading auch brauche. Ihr habt ja in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, dass ich mitunter massiv auf der falschen Seite unterwegs war. Der Markt ist gestiegen, gestiegen, gestiegen. Es gab keine Gegenbewegung und genau diese Gegenbewegungen benötige ich aber vor allem für mein Handelssystem, damit dieses eben profitabel arbeitet und damit ich auch profitabel handeln kann. Und seit einigen Wochen ist es jetzt eben wieder deutlich besser. Heute auch wieder haben wir gesehen, dass der Markt dann deutlicher unter Druck gekommen ist. Und das führt eben dazu, dass auch mein Trading, auch hier im Daytrading Service bei Stock3, das Ganze wieder deutlich besser auch läuft. Und das sieht man natürlich auch hier an der Performance. Es gab hier diesen deutlichen Drawdown. Wir waren zwischenzeitlich bei, lass mich nicht lügen, ungefähr 940% plus, dann sind wir wieder zurückgefallen auf 525%. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das Webinar, das wir hatten, als wir genau hier in diesem Tief, Anführungsstrichen, das wissen wir jetzt natürlich erst, notierten bei ungefähr 530%. Da habe ich gesagt, jetzt wäre vielleicht wieder ein besserer Zeitpunkt, um eben der Systematik zu folgen. Denn es ist eben ganz normal, wenn man systematisch im Markt unterwegs ist, es gibt diese Drawdown-Phasen, damit muss man einfach klarkommen. Und danach wird es sicherlich auch wieder Phasen geben, wo es besser läuft. Nur niemand weiß, wann fängt eine Drawdown-Phase an und wann läuft es wieder besser. Das ist ja genau die Problematik, mit der man immer wieder versuchen muss, umzugehen. Und jetzt sieht man eben, es läuft jetzt wieder besser. Und gerade auch heute war zum Beispiel ein Tag, wo es super gelaufen ist, wo alle Trades sehr schnell deutlich in den Gewinn gelaufen sind. Und wenn wir einfach hier unten uns das mal anschauen bei den abgeschlossenen Trades, dann sieht man ja auch, wie viele grüne Trades hier jetzt zuletzt stattgefunden haben. Dann gab es zwischendurch mal wenige Minus-Trades und dann wieder ein ganzes Bündel an grünen Trades, also die positiv gelaufen sind. Und dementsprechend konnte die Performance auch wieder anziehen. Wir stehen jetzt bei 885% wieder. Also sieht man, so schnell kann sich das Ganze wieder drehen. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man an einer Strategie festhält und nicht eben alles über Bord wirft, sobald es mal nicht läuft. Das ist zumindest das, was wir immer wieder sagen. Aber jeder muss natürlich selber entscheiden, wie er dann im Markt unterwegs sein möchte. Warum ist der Markt heute nochmal deutlicher unter Druck gekommen? Das liegt vor allem an den Verbraucherpreisen, die in den USA veröffentlicht wurden. Und in den letzten Webinaren hatte ich ja schon darauf hingewiesen, vor allem das war dann letztes Jahr, dass ich sehr überrascht bin, dass das ganze Risiko im Endeffekt mittlerweile ausgepreist ist. Es wird überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass die Inflation vielleicht auch wieder ansteigen könnte.
und das dann dazu führt, dass die Zinsen vielleicht doch nicht fallen und vor allem nicht so stark fallen, wie das schon im Markt eingepreist ist. Und der Markt hatte gerade Ende letzten Jahres auf einmal eingepreist, dass es sehr, sehr viele Zinsschritte in den USA geben wird, also Zinssenkungen, und dementsprechend ist der Markt komplett durch die Decke gegangen. Und gerade bei der Inflation kann es natürlich auch sehr schnell sich das Ganze wieder drehen. Ich hatte mal einen Experten gehört, der zumindest gesagt hat, ja, wenn man eine Inflation hat von, wir machen jetzt ein einfaches Beispiel, 10%, dann ist es relativ einfach, diese von 10% auf 9% wieder runterzubekommen. Aber dann gerade am Ende, wenn sie bei 3% ist, die dann auf 2% runterzubekommen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Und jetzt sieht man eben, dass auf einmal auch diese, ja, permanenten Rückgang, dass dieser permanente Rückgang bei den Inflationsdaten sich wieder etwas wandelt. Wir haben auch in Deutschland zuletzt gesehen, dass wieder schlechtere Inflationsdaten kamen, und auch heute hier sieht man eben, der Verbraucherpreisindex, der stieg im Dezember um 0,3% und damit stärker als erwartet. Erwartet wurden 0,2%, und das hat wohl dann doch den einen oder anderen überrascht. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen wird am Markt und wie dann auch die nächsten Daten reinkommen. Sollte es sich jetzt verhärten, das Ganze, und die Inflation eher jetzt wieder anziehen, dann bin ich gespannt, denn dann gehe ich schon davon aus, dass die Märkte eher wieder deutlich unter Druck kommen sollten, denn das wird dann natürlich auch relativ schnell wieder eingepreist. Und das haben wir heute gesehen, die Daten kommen und es wird sofort in den Markt eingepreist, dass jetzt eventuell doch nicht diese Zinsschritte kommen, und dementsprechend ist auch dann der DAX ja schon ordentlich unter die Räder gekommen. René hat ja eben schon gesagt, wie es von der Saisonalität her für den S&P 500 aussieht. Von daher möchte ich mich jetzt hier auf den Dow Jones und dann auf den DAX konzentrieren. Wir hatten ja auch schon in einem letzten Webinare darüber gesprochen, deswegen können wir das relativ kurz fassen. Ich hatte gerade eben auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal anschauen. Die Viererjahre sind tendenziell davon geprägt, dass bis Mitte des Jahres durchaus eine Korrektur stattfinden könnte. Wenn wir dann auf die Wahljahre der USA schauen, dann sieht man eben auch, dass bis Ende Mai potenziell eine Abwärtsbewegung stattfinden könnte. Und auch die Saisonalität zeigt zumindest mal für den Dow Jones bis Mitte, Ende März ganz klar abwärts. Wir haben hier top aktuelle Daten. Das wurde aktualisiert am 31.12.2023, der Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Und im Durchschnitt der letzten 20 Jahre ist der Markt im ersten Quartal tendenziell zunächst einmal gefallen, bis Mitte März in etwa. Und aufgrund dieser Tatsache, dass wir jetzt sehen, der Dekadenzyklus zeigt bis Mitte des Jahres abwärts, der Vierjahreszyklus zeigt bis Ende Mai abwärts und auch die Saisonalität zeigt zumindest mal für das erste Quartal abwärts, gehe ich zumindest für den Dow Jones davon aus, dass wir hier im ersten Quartal Abwärtspotenzial haben, vor allem eben, weil sehr viel Vorschusslorbeeren schon verteilt wurden, und sollte es sich jetzt erhärten, dass vielleicht diese Zinssenkungen dann doch nicht kommen, dann kann es natürlich ordentlich Druck auf den Markt bringen. Und das würde natürlich auch hier mit diesen Dekadenzyklen oder Zyklen insgesamt und mit der Saisonalität sehr gut einhergehen, würde sehr gut zusammenpassen, dass wir dann zumindest im ersten Quartal eine deutlichere Abwärtsbewegung sehen könnten. Sehr ähnlich sieht das auch dann für den DAX aus, wenn man sich die klassische Saisonalität anschaut, und da kam ja auch zuletzt die Frage, macht es überhaupt Sinn, sich den Dow Jones anzugucken? Da sieht man schon, es macht Sinn, denn die Bewegung hier auch für den DAX saisonal betrachtet ist ja relativ ähnlich zu dem, was wir eben gesehen haben hier beim Dow Jones. Bis Mitte März ungefähr soll es fallen, und das sieht man dann auch hier beim DAX, wenn man sich die Saisonalität der letzten 20 Jahre anschaut, also den Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Heißt also auch hier, bis Mitte März bin ich zunächst einmal negativ gestimmt, gehe davon aus, dass wir eine gewisse Abwärtsbewegung sehen könnten, und das Ganze kann man natürlich wunderbar auch mit Discount-Optionsschein umsetzen, wenn man zumindest davon ausgeht, dass der Markt jetzt nicht sehr stark ansteigt. Vom Sentiment her sind wir weiterhin auch im sehr fortgeschrittenen Greed-Bereich, also im sehr gierigen Bereich, und das würde ja kurzfristig auch dafür sprechen, dass wir eine Abwärtsbewegung sehen könnten. Und heute Nachmittag hatte ich dann einen Discount-Put-Optionsschein vorgestellt. Der ist jetzt schon nochmal deutlicher angestiegen, aber den kann man sich dann nochmal anschauen, wenn man das möchte. Diese WKN MB47 Cäsar Wilhelm.
Und dieses Produkt hat aktuell eine Seitwärtsrendite, eine potenzielle Seitwärtsrendite von 110% PA. Das Schöne ist eben, wir haben hier einen Floor oberhalb des Allzeithochs im DAX. Das Allzeithoch lag ja ungefähr bei 17.000 Punkten. Und hier dieser Floor liegt bei den 17.500, also nochmal 500 Punkte höher als das Allzeithoch. Und wenn man dann eben sich mal die aktuelle Situation anschaut, wir notieren gerade im DAX bei ungefähr 16.600. Heißt also, wir haben 900 Punkte Puffer nach oben. Also insgesamt, der Markt könnte von jetzt an seitwärts laufen, er könnte fallen oder er könnte sogar steigen, solange wir am Ende der Laufzeit am 21.06. unterhalb von 17.500 Punkten notieren, kommt es hier zu der maximalen Auszahlung von 5 Euro. Aber man sieht natürlich an dieser potenziellen Seitwärtsrendite, dass es ein Produkt ist, welches gewisse Gefahren mit sich bringt. Ansonsten würde man nicht solche Renditen erwirtschaften können und dann sollten wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 18.000 Punkten notieren, dann verfällt das Produkt dementsprechend wertlos. Aber ihr könnt euch das Ganze nochmal in Ruhe im Nachgang natürlich anschauen. Ich habe es eben schon gesagt, ich hatte gerade heute Nachmittag hier ein Video veröffentlicht mit diesem Discount-Put-Optionsschein auf den DAX und den Link zu diesem Video stelle ich euch gerade nochmal in den Chat rein und ich wäre euch immer sehr dankbar, weil da auch zuletzt die Frage kam, Ingmar, wie können wir eigentlich mal uns irgendwie erkenntlich zeigen oder was können wir eigentlich machen, um die Community weiter anzutreiben. Natürlich würde ich mich immer freuen, wenn man darüber berichtet und vielleicht, ja, wenn man Bekannte hat, die sich mit dem Trading beschäftigen, darauf hinweisen würde, dass wir dieses Webinar haben, kostenlos, oder dass es meinen kostenlosen Telegram-Channel gibt oder dass es dieses kostenlose Video bei YouTube gibt oder meinen YouTube-Kanal. Aber was natürlich immer auch sehr hilft, ist, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und vielleicht auch einen Kommentar hinterlasst, wie ihr die aktuelle Situation einschätzt, dann wertet natürlich auch YouTube das Ganze so, dass es von größerem Interesse ist, dieses Video. Und das führt dann natürlich wiederum dazu, dass es mehr zu Gesicht bekommt. Also so könntet ihr mir natürlich sehr helfen, wenn ihr das zumindest möchtet. Ist ja kein Zwang, gar keine Frage, aber würde mich natürlich sehr freuen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann einfach auf den nächsten Link klicken, den ich jetzt gleich hier einstelle. Und zwar ist das der Link direkt zu meinem YouTube-Kanal. Und dort müsst ihr bei euch dann hier Kanal abonnieren stehen. Könnt ihr dann draufdrücken. Ist ja alles kostenlos. Und hier nochmal, wenn ihr das Video mögt, dann einfach hier auf den Daumen nach oben drücken und einen Kommentar hinterlassen. Würde mich zumindest sehr freuen. Ja, wie sieht das Ganze aus charttechnischer Sicht aus? Da sehen wir ja schon seit einiger Zeit jetzt, seit Mitte Dezember. Interessanterweise Mitte Dezember. Genau der Zeitpunkt, als bei mir hier die Drawdown-Phase beendet wurde. Das ist genau der Zeitpunkt, als der DAX dann mal eine Korrektur eingeleitet hat. Ich habe es eben schon gesagt, in solchen starken, krassen Trendphasen ist mein System nicht zu gebrauchen. Da läuft es sehr stark gegen mich. Aber jetzt, wo die Volatilität wieder zunimmt, ist es eben der Fall, dass das für mich sehr, sehr positiv tendenziell verläuft. So, jetzt sind wir in dieser Konsolidierung und ich hatte eben aufgezeigt, aufgrund der verschiedenen Vorfilter gehe ich davon aus, dass wir eine Abwärtsbewegung sehen werden im ersten Quartal. Bis wohin könnte diese gehen? Zunächst einmal das erste Kursziel, was ich damals schon genannt habe, war ja hier in diesem Bereich um 16.530 in etwa. Da sind wir jetzt ja zuletzt schon hingelaufen, also das wurde schon mal abgearbeitet. Mein nächstes Kursziel liegt im Bereich um 16.380 in etwa zumindest. Und danach könnte es relativ schnell auch nochmal Richtung 16.200 und anschließend Richtung 16.000 Punkte laufen. Ich hatte mich gerade schon gewundert, dass das hier etwas hakt. Also ich sehe, die Seite hat gerade eventuell Probleme. Ich hoffe trotzdem, ihr konntet mich gut verstehen. Also bevor ich jetzt hier auf Seite verlasse drücke, nochmal angesagt, das Kursziel zunächst einmal so ungefähr im Bereich 16.4, danach 16.2 und 16.000. Das wären die Kursziele, auf die ich zumindest zunächst einmal hin spekulieren würde mit meinen entsprechenden Short-Positionen. So, eventuell dann auch mit diesen Discount-Put, den werde ich auch noch in mein Portfolio dann zusätzlich noch aufnehmen. Habe es schon selber für mich gekauft, aber im Trading-Service werde ich es dann auch noch reinnehmen. Also ich sehe schon, super, Ton war einwandfrei. Super, dann lag das wirklich tatsächlich jetzt an der Seite. Und ich habe nämlich immer schon gemerkt, dass es da etwas gestockt hat. Ja, einige schreiben gerade, Video war top, meinen Daumen hast du immer. Super, das freut mich natürlich. Vielen, vielen Dank. Das hilft, wie gesagt, mir sehr, wenn man da
sich entsprechend äußert. So, hallo Ingmar. Ja, Leo schreibt, hallo Ingmar, könntest du bitte die Scheine von Morgan Stanley bevorzugen? Sonst kann ich bei Finanzen.net Zero nicht mittraden. Also, da kann man natürlich auch andere Emittenten noch handeln, zum Beispiel die von Fontobel. Da hatte ich ja zuletzt dann auch einen den ein oder anderen Schein mal vorgestellt. Also es gab hier gerade erst ein Video von mir auf WTI Rohöl mit einem Discount Call, konnte man dort entsprechend 62% PA erzielen mit einem Fontobel-Schein. Den kann man da auch handeln. Aber ich kann natürlich nicht jetzt nur auf einen Broker Rücksicht nehmen und sagen, okay, ich handle jetzt nur noch diese Produkte oder jene. Genau aus diesem Grund sage ich ja ohnehin, es ist wichtig, dass man bei mehreren Brokern Konten hat, damit man auch schnell switchen kann. Und ich habe eben schon mit einer Teilnehmerin hier aus diesem Kreis geschrieben, die mir eben sagte, dass es bei einem Broker heute massive Probleme gegeben hat. Und da sieht man eben, das ist extrem wichtig, dass man die Möglichkeit hat, gerade an solchen Tagen, wo es dann mal ordentlich rumpelt auch, dass man die Möglichkeit hat, über einen anderen Broker dann einzugreifen. Ansonsten schaut man nur dumm aus der Wäsche, kommt vielleicht bei seinem Broker nicht in die Ordermaske. Und das ist natürlich dann sehr, sehr ärgerlich, wenn man nur den Zugang zu einem Broker hat. Also da kann ich immer wieder nur sagen, sollte man sich mal anschauen, könnte zumindest dann besser sein. So, jetzt gucke ich gerade noch mal rein. Ja, Antoine schreibt, sind auch wieder bei Midterm Trader mehr Trades möglich oder kommen da wieder mehr? Ja, werden demnächst auch wieder mehr kommen. Ich möchte jetzt aber zunächst mal abwerten, weil wir schon sehr stark investiert sind, gerade auch in vielen Discount Puts im DAX, dass sich der Markt erstmal hoffentlich in meine Richtung bewegt und dementsprechend würde ich da bald natürlich oder werde ich bald auch weitere Positionen aufbauen, auch zum Beispiel den VT Discount Call und so weiter. Da gibt es einiges, was man machen kann. Ja, hallo Ingmar, lohnt es sich jetzt noch in den DAX Discount Option schon einzusteigen? Also der ist ja noch nicht weit angelaufen. Ja, heute Mittag lag der Preis bei 6,18 Euro in etwa oder 6,20 Euro. Jetzt notiert er bei 6,36. Also so weit ist es jetzt noch nicht gelaufen. Man kann natürlich immer auf eine gewisse Gegenbewegung warten. Aber bei den Discount-Optionsscheinen, wenn man mittelfristig zumindest davon ausgeht, dass ein weiterer Rücksetzer eintritt, dann kann es natürlich durchaus sinnvoll sein. Jetzt gucke ich gerade nochmal nach oben, welche Fragen noch aufgekommen sind. Eine Sekunde bitte. Ja, Christine hatte gefragt, wie es denn bei Öl und Gas aussieht. Also da prinzipiell bei WTI Rohöl, habe ich gerade interessanterweise ja schon gesagt, gibt es übrigens auch dieses Video hier, wo ich die Vorfilter auch nochmal zeige. Aber das werde ich dann jetzt hier live natürlich auch nochmal zumindest kurz aufzeigen, wie es denn mit den Vorfiltern aussieht. Für WTI Rohöl bei den COT-Daten werte ich das als durchaus bullig. Wir sehen, dass die Commercials ihre Netto-Short-Position zuletzt deutlich abgebaut haben. Hier in diesem Zwischenhoch waren sie bei ungefähr minus 400.000 Kontrakten, also 400.000 Short-Kontrakten, jetzt bei minus 200.000 und das ist das Level ungefähr von Mitte letzten Jahres. Und anschließend gab es hier diese deutliche Aufwärtsbewegung. Dann gab es ungefähr dieses Niveau 2018, 2019. Danach gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung 2016. Danach gab es diese Aufwärtsbewegung und auch 2015 zumindest hier diese kleine Aufwärtsbewegung. Also von den COT-Daten werte ich das als durchaus bullig. Vom Sentiment her sind wir im neutralen Niveau, sprich nicht dagegen, sich auf die Long-Seite zu stellen. Und vom Sentiment her wird es jetzt natürlich sehr interessant. Ab Februar in etwa soll der WTI-Rohölpreis tendenziell deutlich anziehen. Also von den Vorfiltern ist das für mich ein klarer Long-Kandidat. Und ja, schaut euch das Video an. Da habe ich auch einen Discount-Call-Optionsschein aufgezeigt, mit dem man das Ganze umsetzen kann. Denn man kann das Ganze natürlich auch mit Knockouts umsetzen, gar keine Frage. Aber sollte es beim WTI Rohöl jetzt dazu kommen, dass er zunächst einmal länger seitwärts läuft, dann ist es natürlich schön, wenn man mit einem entsprechenden Produkt eine Seitwärtsrendite erzielen kann. Und das ist eben mit diesem Discount-Call-Optionsschein möglich. Allerdings gibt es da auch
auf Dinge zu achten, wie zum Beispiel auf welchen Future dieses Produkt gerade genau lautet. Schauen wir als nächstes noch auf den Chart für WTI Rohöl und da sehen wir eben gerade hier in diesem Bereich um 62 bis 70 US-Dollar haben wir eine starke Unterstützungszone, war ja in der Vergangenheit immer wieder ein Widerstand, dann wurde es irgendwann im Jahr 2021 zur Unterstützung, 2023 und auch schon 2022 sind wir an diese Unterstützung herangelaufen, wieder nach oben abgeprallt und jetzt befinden wir uns wieder an dieser Unterstützungszone. Und da es jetzt durchaus natürlich auch einige Zeit hier seitwärts laufen kann, könnte es interessant sein, anstatt eines Knockouts einen Discount-Call-Optionsschein einzusetzen. Den ich vorgestellt hatte, der hat einen Basispreis bei 55 und einen Cap bei 65. Heißt also, man hat noch einen gewissen Puffer natürlich auch dann nach unten. Ja, wie sieht es bei Natural Gas aus? Da können wir uns als nächstes mal anschauen. Springt jetzt hier zumindest wieder etwas an auf Wochenbasis. Und wenn wir uns mal die Tagesbasis ansehen, da sieht man natürlich schon seit langer Zeit hier so eine Art Bodenbildungsprozess, aber natürlich auch mit ordentlich Schwankungen. Auf der Unterseite so die 2,25 zu nennen, bis oben 3,65 in etwa. Schwankte es jetzt hier schon längere Zeit hin und her. Die 3-US-Dollar-Marke, die wurde ja zuletzt nach oben durchbrochen. Nächste Kursziel wäre zumindest aus charttechnischer Sicht im Bereich um 3,48 Dollar und später 3,67. Und sollten wir darüber ansteigen, dann wäre das nächste Kursziel bei 4. Aber jetzt wollen wir natürlich mal sehen, wie sieht es denn überhaupt von den Vorfiltern aus? Macht das überhaupt Sinn, sich aktuell auf die Long-Seite zu stellen oder hält man die Füße still oder positioniert man sich eventuell sogar auf der Short-Seite? Und da würde ich sagen, momentan Saisonalität zeigt noch abwärts, ab März erst aufwärts. Sentiment ist als neutral zu beziffern und COT-Daten, ja, interpretiere ich auch als neutral. Also ist für mich dort eher Füße stillhalten angesagt und dann mal abwarten Richtung Anfang März, ob die Long-Seite eventuell interessant wird, je nachdem, wie es dann auch hier von den anderen Vorfiltern aussieht. Da aber die Saisonalität und das Sentiment und die COT-Daten aktuell nichts hergeben für die Long-Seite, wäre ich da sehr vorsichtig, denn das kann natürlich jetzt auf diesem Niveau weiterhin auch sehr stark noch schwanken, bevor dann ein Ausbruch nach oben stattfindet. So. Merkt schon, jetzt können wir noch doch die ein oder andere Analyse hier relativ schnell durchziehen. Kakao, COT-Daten, weil Kakao eben gefragt wurde, Kakao, COT-Daten weiterhin bearish zu interpretieren. Wir sehen, dass die Commercials deutlich netto short positioniert sind. Also das ist für mich ein klarer Short-Vorfilter. Sentiment war zuletzt deutlich positiv. Also das zeigt auch an, die Short-Seite zu favorisieren. Und ja, vom der Saisonalität her muss man sagen, sieht das jetzt bis Ende Februar eher positiv aus. Danach eher wieder so ein Abschwung. Aber wollen wir das Ganze mal übergeordnet betrachten, dann sieht man bis in den Mai hinein keine klare Tendenz. Man sieht ja, wie das hier hin und her schwankt. Im Endeffekt dann erst ab Ende Mai, Anfang Juni soll es deutlicher anziehen. Dann von daher ja, gibt das jetzt hier von der Saisonalität kein klares Bild. Da sind zu viele Schwankungen hier drin, zu viel Auf und Ab. Von dem Sentiment her Short-Signal und auch von den COT-Daten ist das für mich ein Short-Kandidat. Von daher halte ich dort auch an der Short-Positionierung, die ich jetzt schon seit einiger Zeit habe, halte ich auch fest und gehe davon aus, dass es hier eine gewisse Abwärtsbewegung gibt. Wir hatten sie zwischenzeitlich gesehen, die letzten Tage wieder diese Aufwärtsbewegung und jetzt darf man natürlich gespannt sein, ob dieses Hoch, was wir gesehen haben, hält und der Markt hier eine weitere Korrektur aufs Parkett legt Richtung 4.000, anschließend 3.800 oder ob wir jetzt hier auf neues Hoch ansteigen. Ich bin eher natürlich für die 4.000er, 3.800er Variante zu haben, aufgrund der Vorfilter, die wir uns eben gemeinsam angeschaut haben. So, haben wir das auch abgearbeitet. Dann kam noch die Frage rein zu Orangensaft. Gucken wir also auch da auf die Vorfilter, ob sich dort ein potenzieller Trade ergibt. Sentiment neutral. Saisonalität neutral bis in den März hinein. Eher eine Seitwärtsbewegung, also keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine der beiden Richtungen und auch die COT-Daten werte ich als neutral. Also das wäre jetzt für mich tatsächlich kein Trade. Da wäre ich mir zu unsicher, auf die Long- oder auf die Short-Seite zu gehen, denn die Vorfilter lassen hier keine der beiden Seiten präferieren.
Nee, Herr Kamen, beschäftigen Sie sich nicht mit Kryptos. Also natürlich schaue ich mir die Märkte ab und zu mal an, aber eher aus Trading-Sicht. Ich bin kein Krypto-Experte, der René auch nicht. Von daher halten wir uns da hier auch zurück, was das ganze Thema angibt. Da gibt es andere Experten, die sich deutlich besser auskennen. Ja, Michael schreibt gerade, eventuell habe ich mich versprochen. Ich wollte eben sagen, dass der Schein jetzt bei 3,36 € steht, der Discount Put. Anscheinend habe ich 6,36 € gesagt. Sorry, wenn das falsch war. Kann gut sein, dass ich da einen Versprecher drin hatte, weil ich heute einen Schein auch gehandelt habe, der in der Region um 6 € die ganze Zeit notierte, 6 und 7 € in meinem Daytrading. Von daher kann das sein, dass ich da gut durcheinander gekommen bin, gerade eben. Ja, jetzt. Abschließend vielleicht noch ein kurzer Blick auf Baumwolle, weil das durchaus ein interessanter Markt ist. Das wurde gerade noch gefragt. Von daher kleine Überstunde oder Überminute würde ich sagen, das machen wir jetzt noch. Dann sollten auch alle Märkte eigentlich abgearbeitet sein. Aber der Baumwollpreis ist für mich nämlich auch tatsächlich interessant für die Long-Seite. Deswegen wollen wir da zusammen drauf blicken. Von den COT-Daten sieht das schon interessant aus. Wir sehen, dass die Commercials fast netto long positioniert sind. Und in der Vergangenheit, wie man sehen kann, waren das häufig zumindest seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegungen, die danach stattgefunden haben. Natürlich nicht immer, aber kleinere Aufwärtsbewegungen wie hier zum Beispiel haben dann stattgefunden oder auch mal größere Aufwärtsbewegungen, wie zum Beispiel im Jahr 2016, wo das Ganze gestartet ist, dann bis in das Jahr 2018 hinein. Auch hier 2014 waren wir ungefähr auf diesem Niveau und das meine ich eben, dann lief es zunächst einmal seitwärts, bevor dann diese Aufwärtsbewegung stattgefunden hat. Also COT-Daten werte ich schon als bullig, Sentiment tendenziell negativ. Auch das zeigt an, die Long-Seite zu favorisieren. Und wir sind hier in einem sehr starken saisonalen Umfeld bis Mitte März beziehungsweise Mitte April, soll der Baumwollpreis tendenziell ansteigen. Aber man muss auch sagen, der Baumwollpreis läuft jetzt schon seit einiger Zeit deutlich seitwärts. Von daher schwierig, da natürlich vom Timing das Ganze gut hinzubekommen. Deswegen wäre es eigentlich interessant, da einen Discount-Call-Optionsschein zu haben, mit dem man das Ganze umsetzen kann. Heute zumindest mal eine kleinere Aufwärtsbewegung bei Baumwolle. Aber wie gesagt, übergeordnet, wenn man sich den Wochenchart anschaut, dann sieht man eben, das läuft hier jetzt schon seit einer langen Zeit seitwärts. Und da vom Timing das Ganze gut zu treffen, ist nicht so einfach. Von der Preisebene her natürlich jetzt interessant, da wir am unteren Ende dieser Seitwärtsrange sind. Und zumindest könnte man dann mal Richtung 90 spekulieren, ob es dann darüber hinaus sehr stark anzieht. Ja, das bleibt abzuwarten. Ist wie gesagt sehr, sehr schwer, gerade wenn ein Markt so lange seitwärts gelaufen ist. Deswegen könnte man sich dann entsprechend lieber mit einem ja, Discount Call da einkaufen. Ja, der Bernhard schreibt gerade auch, die WKN von dem Discount Put auf Kakao wäre nett. Also da bin ich nicht mit einem Discount Put investiert, sondern mit einem Knockout, mit einem Mini Future. So, dann ja, schauen wir aber vielleicht noch mal kurz zusammen da drauf, weil jetzt gerade die Frage von Bernhard kam, wie es denn aussieht mit dem entsprechenden Discount Put auf Kakao. Können wir mal eben schauen. Die DZ Bank hatte da, soweit ich das jetzt im Auge habe oder im Blick habe, hatten die dort entsprechende Produkte emittiert. Schauen wir mal zusammen drauf. Bin hier auf der Seite von der DZ Bank und bei Discount Puts, Discount Optionsschein sieht man, es gibt auch welche auf den Kakao Future. Entsprechend drücken wir jetzt hier auf Short und dann kann man ja mal sortieren nach dem höchsten Cap und da sieht man Basispreis 4,7, Cap 4,4, allerdings Laufzeit 2.2. Muss man gucken, ob das ausreicht. Besser wahrscheinlich dieses Produkt mit der Laufzeit 7.6.24. Allerdings ja, gibt es jetzt hier gerade keine Kurse, muss man mal schauen, ob das Ganze normal gequotet wird. Wichtig ist aber natürlich immer, dass man darauf achtet, was ist genau der Basiswert. Und der Basiswert in diesem Falle ist hier der Juli, also Juli 2024 Future. Sowas ist immer sehr, sehr wichtig zu beachten, dass man jetzt nicht dann den aktuellen Future sich anschaut und eventuell der Juli Future schon ganz woanders notiert. Ich habe das Produkt gerade mal schnell noch bei OnVista aufgerufen. Da sieht man, es gab bis vorhin ja noch Kurse. Also das Produkt kann man dann handeln. Vielleicht ist das dann interessanter, sich einen solchen Discount Put ins Portfolio zu legen. Dazu werde ich ganz sicher auch dann demnächst auf meinem YouTube-Kanal noch ein Video veröffentlichen. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Immerhin haben wir jetzt doch noch
einige Märkte besprochen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder so zahlreich mit von der Partie wart. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt gerade kommt noch ein Kommentar rein. Sprecht euch doch mal ab. René ist bis Mitte Februar long auf Kakao. Das kann gut sein. Also das ist nicht so, dass René und ich immer die gleiche Meinung haben zu verschiedenen Märkten. Überhaupt keine Frage. Der René war zum Beispiel auch letztes Jahr eher auf der Long-Seite unterwegs bei den Aktienmärkten, wo ich dann schon wieder auf die Short-Seite gegangen bin. Da lag er dann erst besser. Jetzt liege ich gerade wieder besser. Also wir sind nicht so miteinander verheiratet, dass wir immer die gleiche Meinung haben müssen. Und ich denke, es ist auch gesund, dass man seine eigene Meinung hier widerspiegelt, und dementsprechend heißt es aber auch nicht, dass nicht sogar beides passieren kann. Es kann sein, dass mittelfristig Kakao fällt, dann habe ich recht mit meiner mittelfristigen Position und René vielleicht mit seiner kurzfristigen Positionierung. Es kommt ja immer darauf an, woher dieser Trade kommt, ob das von diesen COT-Daten, Sentiment, Saisonalitäten ist oder eben zum Beispiel von verschiedenen Systematiken, die der René handelt. Also das muss nicht immer die gleiche Meinung sein, sagen wir auch immer dazu. Und das macht es ja wahrscheinlich auch spannend, dass man sieht, dass nicht immer alles so einfach ist und dass man auch verschiedene Meinungen haben kann. Also vielen, vielen Dank für die ganzen positiven Kommentare und Feedbacks, die gerade reinkommen. Es freut uns, dass das Webinar euch auch wieder gefallen hat. Ich werde es gleich natürlich auch wieder auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Solltet ihr also noch mal Interesse haben, etwas nachzuschauen, dann könnt ihr jederzeit dort auf dem YouTube-Kanal das Trading Insights Webinar gleich noch mal anschauen. In diesem Sinne, weiterhin gute Trades, und wir freuen uns dann, wenn ihr auch nächste Woche Donnerstag wieder einschaltet, dann wieder von 19 bis 20 Uhr. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter, das ist ohnehin das Wichtigste, und bis zum nächsten Mal. Ciao!